Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Opening von eurem Frischli Toastbrot. Ja, heute habe ich mir mal hier das Starter Deck Xyz Symphony gegönnt. Ist schon ein bisschen älter, aber ich habe mir gedacht, warum nicht? Das ist eigentlich relativ lustig mit diesen Xyz Musikanten, sage ich mal. Und das machen wir jetzt zusammen mal auf. So, wir haben hier also die Spielpläne, die ja ein bisschen veraltet sind. Ich meine, wer spielt noch mit Papp-Dingern? Man hat ja eigentlich normalerweise so eine Retro-Matte, wie ich sie hier habe, von Yugi oder eine andere Sneak Peek-Matte. Okay, das sind die Spielpläne hier, die interessieren uns nicht so. Und dann fangen wir mal an mit dem Deck. Also, hier lacht uns ja schon Utopia an. Machen wir das Ganze mal hier auf. So. Okay, alles noch schön original verpackt. Und dann fangen wir mal an mit den Karten. Also wir haben hier einmal Utopia Nummer 39 als Exit. Dann natürlich den Musi-Rhythmus der Gitarren-Djinn. Dann Tempo der Trommler-Djinn. Und die ganzen Djinns hier. Ich glaube, ich muss ja nicht vorlesen. Der hier ist am meisten wert gewesen, beziehungsweise ist es noch. Dann Alexandrie-Drache, hier schon die erste geile Karte mit 2000 ATK und 4 Sternen, richtig top. Und jetzt kommen hier die ganzen normalen Karten, gehen wir so mal ein bisschen schneller durch. Und ja, was kann man zu dem Deck sagen? So an sich ist es ein cooles Deck. Wir haben sogar einen Cyberdrachen, der dabei ist. Also wirklich richtig cool gemacht. Dreizackkrieger, Chiron der Magier, plündernder Hauptmann. Hat einen coolen Effekt, der plündernde Hauptmann. Man kann sich da ein Kriegermonster leicht, also leicht schützen auf dem Feld, wenn er auf dem Spielfeld ist. Und ja, ansonsten, was kann man sagen? Wenn man sich das Deck holt, dann kann man nichts falsch machen. Man muss es ein bisschen aufmotzen, sage ich mal, mit ein paar Exit-Monstern. Das ist, glaube ich, klar. Aber das muss man ja bei jedem Deck. Ansonsten ist es seinen Preis eigentlich wert. Ja, das war schon das Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt zum zweiten Mal gekauft. Ich habe es auch mal getestet. Ich bin sehr glücklich mit dem Deck gewesen. Und wenn ihr das Deck jetzt haben wollt, in meinem Laden kann ich es euch billig holen. Der hat gerade eine Aktion. Da verkauft der Starter-Decks ziemlich billig. Deswegen einfach anschreiben, wenn ihr dieses Deck haben wollt. Und dann kann ich es euch besorgen. Das war's von diesem Opening. Für mehr Openings bitte Daumen hoch und kommentieren bzw. abonnieren. Euer Frischli Toastbrot. Ciao.